Was ich euch heute zeigen möchte, nachdem wir euch das Torque V2 schon vorgestellt haben, genauso lang erwartet und hat auch eine genauso große, mindestens Fangemeinde bei uns am See, der neue Enduro von Ozone, Enduro V3. Wie gewohnt, bei Ozone kommen ja die Produkte nur alle 2 Jahre raus, die bringen nur neue Kites oder Boards, wenn sie der Meinung sind, es hat wirklich einen Sinn und sie konnten was verbessern. Was wurde verändert beim Enduro? Wir haben ein komplett neues Canopy-Material, Triple Ripstop, macht den Kite im Tuchbereich steifer. Ist jetzt eh allgemein der Trend zu neuen Materialien. Auch Ozone setzt es um, hier eben mit einem Triple Ripstop. Aber auch Triple Dacron auf der Fronttube, was die Fronttube wesentlich steifer macht. Steiferer Kite ist reaktiver und bringt einen steiferen Frame, macht besseres Top-End, aber auch besseres Low-End. Gewohnt beim Enduro, das kennen wir schon, ist die variable Bridle, wo es 3 verschiedene Settings gibt für Wave, Freeride oder Freestyle. Haben sie jetzt auch auf den Kite drauf geprintet. Hat man bisher nur im Manual nachschauen können, welches Setting was ist. Das ist ganz nett, dass sie das jetzt drauf gedruckt haben. Und was auch neu ist, die One-Pump-Verbindungen hier sind jetzt wesentlich dicker, mit dickeren Ventilen und einem dickeren Schlauch. Macht das Be- und Entlüften viel einfacher und geht schneller. Ja, auch den Enduro könnt ihr natürlich gern bei uns testen. Der Sima für die Herbststürme ist wahrscheinlich ein geniales Size. Für alle, die Big Air Mega Loops machen wollen, kennen wahrscheinlich auch viele den Duxi, der den Kite jedes Mal auf Herz und Nieren prüft. Ihr könnt es auch gern selber übernehmen. Kommt vorbei, machen wir uns was aus.